Wir sind hier heute in der Olympiaregion Seefeld. Hier gibt es nicht nur strahlenden Sonnenschein und eine traumhafte Bergkulisse, es gibt auch fast 300 Kilometer an Langlaufloipen. Und neben mir steht jetzt eine wahre Langlauffachfrau, Diplom-Langlauflehrerin Andrea. Hallo Andrea. Hallo Lisa. Du zeigst mir heute ein paar Tipps und verrätst mir ein paar Tricks rund ums Thema Langlaufen, oder? Ja, gerne, machen wir. Andrea, wie bist du denn zum Langlaufen gekommen? Was fasziniert dich denn so an dieser Sportart und was ist denn deine Leidenschaft daran? Ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Die Faszination ist, dass ich mich in der Natur frei bewegen kann, ohne jegliche Hilfsmittel wie Skilifte. Ich meinen ganzen Körper trainieren kann, die Herz-Kreislauf und die Grundlagenausdauer damit auch verbessern kann. Die Leidenschaft begann damals als junges Mädchen, wo ich Rennen bestritten habe. Und vor 12 Jahren habe ich mich entschlossen, mein Hobby zum Beruf machen. Es macht mir unheimlich Spaß, die Gäste zu unterrichten und dass ich diese tolle Sportart Langlauf sie damit begeistern und motivieren kann. Wir stehen ja jetzt da schon mitten am Übungsgelände. Was braucht man denn eigentlich zum Langlaufen für Ausrüstung? Was gehört da alles dazu? Zuerst einmal ist ganz wichtig, wir brauchen Ski, Stöcke, dazu passende Langlauf-klassische Schuhe. Da gibt es natürlich Unterschiede beim klassischen Ski. Entweder ich nehme ein Fellski oder wie bei dir, Lisa, du hast noch einen Schuppenski. Und was wichtig ist, dass ich wirklich klassische Schuhe habe, im Gegensatz zum Skating-Schuh. Das ist wieder ganz anderes Material. Auch die passenden Stöcke, die auch auf die Körpergröße abgestimmt sind. Und Langlaufhandschuhe. Und da empfehle ich natürlich dünne Fingerlinge, damit ich besser da auch den Stock greifen kann. Du hast es kurz angesprochen, Klassik und Skaten. Es gibt beim Langlaufen unterschiedliche Stile. Was sind denn die Unterschiede und was eignet sich denn vielleicht für wen? Für die Anfänger empfehle ich immer wieder, sie sollen bitte mit klassischen anfangen. Wie du siehst, Lisa, die Ski sind sehr dünn. Die ganze Bewegung ist sehr instabil. Da tut man sich einfach leichter, mit dem Klassik-Stil anzufangen. Da hinter uns siehst du ja die Loipe, die führt in der Spur. Du hast eine Richtung vorgegeben und das Skaten ist einfach eine dynamische Fortbewegung, wo eigentlich jetzt sehr viele Junge, und es freut mich immer wieder, dass das so einen Trend bekommen hat. Kraft, Ausdauer und Koordination ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist sehr gefragt, wobei ich sagen muss, es kann genauso beim Klassischen eine dynamische Ablauf entstehen, wo ich genauso die Grundlagen Ausdauer und Kraft mitnehmen muss, ja. Andrea, du hast jetzt auch ein paar Übungen für uns vorbereitet, dass wir uns aufwärmen und dass wir richtig anfangen können, oder? Ja. Dann starten wir los. Perfekt. So, Andrea, Übung 1. Was hast du dir überlegt? Ja, wir starten mit einer Aufwärmübung. Und nachdem das Klassische dem Nordic Walken sehr ähnelt, machen wir gleich die Übung. Du startest, du überlegst nicht, du lässt einfach die Arme mitschwingen. Immer kreuzdiagonal. Jawohl. Und hopp. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Super. Perfekt. Punkt 1 überstanden. Wie geht's weiter, Andrea? So, wir steigen jetzt in die Bindung. Den Schnee aus den Schuhen rausklopfen, damit wir reinkommen. Perfekt. Die Stöcke legen wir auf die Seite. Wir steigen in die Spur. Du nimmst die äußere Spur, Lisa. Ja. Ich bleib da. Und jetzt versuchen wir die erste Übung, dass wir nur die Hände hinten haben, uns abstoßen und Oberkörper nach vorne. Mhm. Also einmal hopp, absetzen. Hopp, absetzen. Sehr gut. Das funktioniert bei dir ganz schnell. Jetzt bauen wir schon die Hände ein, die rechte Hand nach vorne, links hinten und hopp, absetzen. Hopp, absetzen. Und der letzte. Super. Bravo, Lisa. Yeah. Perfekt. Sehr gut. Übung 3. Wie geht's weiter? Wir gehen zum zweiten Ski und ziehen uns den an. Dann machen wir die dritte Übung. Sehr gut. Gut.
Jetzt haben wir die Stöcke, jetzt starten wir. Wir lassen die Arme nur schwingen, die Stöcke schleifen im Schnee und dann geht's starten wir. Jawohl, okay. Also hopp, hopp, lass die Arme schwingen, hopp, 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 hopp. Und jetzt beug die Arme etwas, hopp, 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 hopp. Juhu, ja super. Ja. Hey, sehr cool, Andrea. Bravo, gut gemacht. Vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht heute. Ja, gerne. Ich hole mir jetzt noch eine Loipkarte und dann genieße ich da noch ein bisschen das Panorama. Mach das. Danke Alles dir. Gute, Lisa. Ciao. Tschüss.